Sie haben auch noch den Wittgenstein gekannt. Können Sie Ihren persönlichen Eindruck von also diesem Mann? Also es hat jetzt einmal so angefangen. Wir haben doch diese Studentengruppe gehabt. Ich meine von Ingenieuren und Studenten der Ingenieurwissenschaften und der Physik und der Mathematik und der Astronomie. Und wir waren alle, was man so nennt, Philosophen interessiert. Und zwar vor allem an allgemeineren Problemen der Wissenschaften. Realität und solche Sachen. Das interessiert ja Leute. Und da sind wir in Vorlesungen gegangen. Und gewöhnlich haben wir also eingegriffen und unterbrochen nicht und gesagt, das ist nicht so. Ich erinnere mich noch, da war ein Professor Heintl in Wien, der hat gesagt, entweder, Herr Feierabend, Sie halten das Maul und Sie verlassen den Vorlesungssaal. Nicht? Da habe ich das Maul gehalten, es war nämlich sehr kalt, nicht? Weil im Vorlesungssaal war es etwas wärmer. Das war um diese Zeit, wo man keine Heizstoff gehabt hat, im Vorlesungssaal war es ungefähr 8 Grad, nicht? Und draußen am Gang war es ungefähr 5 Grad. Wie ich drin sitzen geblieben habe, das Maul gehalten. Nicht? Aber so war das eben. Da haben wir uns einen Club gegründet und haben miteinander und mit einem Professor, Viktor Kraft, der kein guter Vorleser, aber ein guter Mensch, den haben wir gern gehabt, der war ein alter Herr mit einem Spitzbart, der ist auch pensioniert worden während der Nazizeit, er war nicht jüdisch, aber er war ein verdächtiger Mensch, nicht? Und ist wiederum zurückgekommen, ist ein Bibliothekar geworden, hat inzwischen Zeit gehabt zum Lesen, das wollte er ohnehin tun, und ist dann zurückgekommen zu uns. Und mit dem haben wir so eine Studentengruppe gegründet, wo er der akademische Leiter war. Und zwar, weil er hat uns verschafft, so Räume an der Universität, wo wir uns treffen konnten. Und da haben wir da rein auch so Leute eingeladen, darunter auch die Elisabeth Enscombe, eine der Schülerinnen von Wittgenstein. Und die hat uns so die Wittgensteinische Manier vorgetragen, nicht wie eine Sprache gelernt wird und so weiter. Und wie die gegangen ist, haben die meisten gesagt, was ist das, so eine primitive Kinderpsychologie, das führt doch nirgends hin. Das habe ich der Enscombe gesagt, der hat gesagt, ach, der Wittgenstein ist in Wien, der sollte zu euch sprechen. Na ja, habe ich gesagt, wie komme ich an, ich habe so schon Gerüchte gehört, ist ein etwas komischer Mensch, wie komme ich an den heran? Hat sie mich genau gesagt. Das erste Mal bin ich in sein Haus gegangen. Das war nicht das Haus in der Kundmanngasse, das er gebaut hat für seine Schwägerin, und seine Schwägerin nicht drinnen wohnen wollte. Er hat gesagt, nicht ein Hund will drinnen wohnen, das berühmte Haus in Wittgenstein. So ein anderes Haus, das war so ein Eingang, da waren so schwarzer Marmor, da das alles sehr dunkel, und von irgendwo kam eine Stimme, wer sind Sie? Das war also der Hausmeister, der war. Ich habe gesagt, mein Name ist so und so, ich möchte an Wittgenstein sprechen. Lange Pause. Kommt die Stimme zurück, sagt, Herr Wittgenstein weiß von Ihnen, er kann Ihnen aber nicht helfen. Na ja, bin ich gegangen zu eins, habe ich gesagt, Wittgenstein weiß, wer kann mir aber nicht helfen. Und da hat Enz gesagt, ja, jetzt schreibst du in einen Brief, nicht wahr? Und zwar nicht einen untertänigen Brief, sondern einen so legeren Brief. Hab ich gesagt, wir haben so eine kleine Gruppe hier, wir sprechen da über Basissätze, nicht? Wir sind ein bisschen in ein Loch hineingekommen. Ich habe gehört, dass Sie da in der Stadt sind und Sie haben darüber auch was gesagt, nicht wahr? Könnten Sie uns nicht besuchen? Dann kommt der nächste Bericht. Wittgenstein hat gesagt, ich habe einen sehr netten Brief bekommen heute, ja. Und er hat sich überlegt, soll er kommen, soll er nicht kommen. Wenn er kommt, soll er pünktlich kommen, einfach da sich niedersetzen und dann, oder soll er spät kommen? Wenn er spät kommt, soll er einfach hineinkommen, sich niedersetzen? Soll er sich entschuldigen oder soll er mit einem Witz hineinkommen? Also das war für ihn ein Problem, irgendwo aufzutauchen, nicht? Na ja, gut, der Tag kam. Und wir sitzen da beisammen, kein Wittgenstein. So fangen wir einfach an, nicht? Denn für alle anderen war der Wittgenstein wieder so ein blöder Philosoph, nicht? Der war nicht für die was für ein großer Mann kommt, jetzt sieht er schon, ach, so ein blöder Philosoph, fangen wir an, nicht? Er kam mittendrin hinein, nicht? Er stand in der Tür und der erste Eindruck vor seinem Gesicht war wie ein geschrumpfter Apfel, der diese vielen Falten hat, nicht? Also glatt, aber viele Falten. Er war damals schon, hat er Krebs gehabt, nicht? Also war knapp vor seinem Tod, nicht? Und das kann ich mir schon verstehen, dass der da nicht so... Ist dann hineingekommen, hat sich niedergesetzt, nicht? Und ich habe gerade geredet, nicht wahr? Ja, ich habe immer in die Einleitung gemacht und habe viel geredet, nicht? Und dann erinnere ich mich noch, die Hand so erhoben, ich habe halt! So geht das nicht, nicht wahr? Ja. Und dann hat zu reden angefangen mit vielen Beispielen. Und dann hat die Diskussion begonnen, die erinnere ich mich nicht mehr so, nicht wahr? Und er ist ziemlich angegriffen worden. Und es scheint, dass er sich da wohlgefühlt haben. Denn gewöhnlich ist er ja umgeben gewesen von Leuten, die, ach, Wittgenstein. Und die haben kein Deut gegeben um diesen Menschen da, nicht? Und
Diskussion, da ist er gegangen und gesagt, na ja, so schlecht ist er ja auch wiederum nicht und so weiter. Und das war das.